Molotow Timex hier. Wir reagieren auf ein Meisterwerk, wie hier schon im Streamchat gesagt wird. Anderthalb Stunden Jules Video, wofür er 2 Monate hingearbeitet hat. Ich habe schon so viel Positives darüber gehört. Ich habe noch nichts davon reingezogen. 32 Jahre Blizzard Entertainment. 1,3 Millionen Aufrufe nach 4 Tagen. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Hoffentlich sehen wir wieder viele Fortnite, Minecraft und Clash of Clans Easter Eggs. Das freut mich. Warum kostet dieser digitale Kühlschrank 7 Euro? Warum schwebt diese Ziege in der Luft? Ein alles konsumierendes schwarzes Etwas greift mich an. Ein 3-Stunden-Video über die Glitches von Fallout 76. 16 times the detail. 16 times the detail. Assassin's Creed, Assassin's Creed, Assassin's Creed und noch ein Assassin's Creed. Here's the same exact mission, but it's over here on the map. Konami bringt ein Spiel raus, was nur aus einer Slot-Machine besteht. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. Was habt ihr mit Mickey Mouse gemacht? Ey, Battle Pass ist immer geil. Ich habe Pokémon auf jeden Fall anders in Erinnerung. 40 Stunden Kisten durch die Welt tragen Simulator. Werbung in einem Spiel, für das ich 60 Euro bezahlt habe. Spielcrash, Error, Glitch. Spielcrash, Error, CE34878. Und jetzt geht mein ganzer PC nicht mehr. Was macht meine Nintendo Switch für Geräusche? Ich überlege gerade, welcher Gaming-Publisher ist denn geil? Wären nicht alle gehatet? Okay, Blizzard, okay. Riot ja auch immer mal wieder irgendwo, ne? Wen haben wir noch? Riot ist Rockstar? Welcher Publisher wird nicht gehatet? Von den Großen. Irgend so eine Indie-Firma, safe, ist klar. Aber sonst, egal ob EA oder alles, Mojang, ja, ist jetzt auch bei Microsoft, ne? Und so. Lootboxen, 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 Lootboxen. Schlechtere Grafik als Spiele von vor 2 Jahrzehnten. Statement 1, Statement 2, Statement 3. Es tut uns so sehr leid. Entschuldigung vom Herzen. Wir haben uns verkalkuliert. Es tut uns so leid. We're sorry. 16 times. Ganze Listen von versprochenen Features, die am Ende doch nicht im Spiel gelandet sind. Game wird 3-mal verschoben und kommt trotzdem Trash raus. Dasselbe fucking FIFA. Jedes Jahr aufs Neue. Wer kauft dieses Spiel? $60. Es ist wirklich keine schöne Zeit, um ein Gamer zu sein. Hello. Ja, ist viel Shit, aber insgesamt, Leute, also wäre ich jetzt 15 und ich habe Free-to-Play, Fortnite, Apex, Warzone, League of Legends und TFT und Valorant und alles. Free-to-Play ist geisteskrank, das gab's früher nicht. Ich habe früher nur Shit-Games gekauft für 60 Euro. Mein ganzes Taschengeld ist in Games gegangen. Jedes Game, Volltitel 60 Euro. Das ist schon cool, was man auf Free-to-Play kriegt. Es ist schon eine gute Gaming-Zeit. Aber die AAA-Titel sind Arschritze. Ja, die sind gefuscht. Der wird gefuscht. Oh mein Gott! $100! What? Oh, what do you mean? 800% extra value? Und unter all diesem ganzen... Du bist Millionär, du kannst nicht mitreden bei uns. Ich habe doch gerade nur von Free-to-Play-Titel gesprochen. Halt mal dein Maul. Was soll das? Im Müll von versprochenen Features, Pay-to-Win-Spielen und halbherzigen Releases gibt es eine Firma, die das Ganze über die letzten 30 Jahre auf die Spitze getrieben hat. Bleibt ein Weilchen, macht es euch gemütlich und hört dieser Geschichte zu. Das Jahr ist 1991. Ich war noch nicht am Leben und 3 College-Typen entschieden sich dazu, eine Firma mit dem Namen Silicon and Synapse zu gründen, um Spiele zu entwickeln. To get my $10,000 to start the company, I actually borrowed $15,000 from my grandmother. Was ein schrecklicher Name für eine Firma. 2 Jahre später, ihr erstes Spiel kommt raus. The Lost Vikings. Welcome back to Let's Play Lost Vikings. Dieser Wikinger kann sein Schild als Kopfbedeckung tragen. Hier sind die Wikinger im Weltall. Hier sind die Wikinger in Ägypten. Und hier haben die Wikinger eine Band gegründet. Dann merkten die 3 College-Typen selber... Schon wieder fantastisch geschnitten. ...dass ihr Name ziemlich kacke ist und benannten sich um in... Chaos Studios. Mach die Geschwindigkeit auf 1,25. Nee, das muss man genießen. What the fuck? Oh, der Name ist bereits belegt. Und oh, wir werden dafür verklagt. Oh no. Dann lasst uns einfach im Wörterbuch jedes einzelne Wort abgehen und stoppen, wenn wir ein Wort finden, was super cool klingt. Und ja, tatsächlich genau so entstand Blizzard Entertainment. Durch die mittlerweile
Ist ein cooler Name. Ah, mehr Leute im Team können wir nicht nur ein Foto machen, wo Sam eine helle Bade in der Hand hat, sondern auch einige Zeit später das Spiel Warcraft Orcs and Humans rausbringen. Mit einem damals noch sehr... Da ist es doch wieder Clash Royale. Es ist doch einfach ein Traum. Revolutionärem Multiplayer. Jules muss so ein Clash of Clans und Clash Royale Spieler sein, der nimmt da so viele Memes raus. So groß ist Clash Royale gar nicht, dass man da die Memes rausnimmt. Da gibt's Games, die sind viel, viel größer. Der nimmt auch immer den Clash of Clans Bauarbeiter aus der Nachtbasis, nimmt er immer. Lieb ich. Ja. Das Spiel ist ganz schön gut. Wir haben jetzt auch deutlich mehr Geld und irgendwelche Leute in Anzügen wollen uns finanzieren. Und deshalb machen wir noch einen Teil. Und so kam ein Jahr später Warcraft 2 raus. Wartet, bis ihr mich im Einsatz seht. Alles sieht jetzt ein bisschen schöner aus. Das Spiel macht deutlich mehr Spaß. Es gibt mehr Truppen und unfassbare 8K CGI Cinematics. Gold. Durch dieses Spiel haben wir plötzlich noch mehr Geld, können uns endlich mehr Schreibtische leisten und müssen nicht mehr auf dem Boden sitzen. Und deshalb entscheiden wir uns dazu, ein kleines Entwicklerstudio aufzukaufen und das Spiel... Ich hab's euch gerade gesagt, ihr Wichser. Der Bauarbeiter aus der Nachtbasis, der kriegt ja sogar ein Fullscreen mit Otto, der Bildermaschine. Der ist so maxed, der ist so geisteskrank maxed. Der soll bitte Bezug draus nehmen. Jules ist so maxed in Clash of Clans. Diablo 1 zu produzieren. Good luck. Diablo Sauce, Taco Bell. Ein Dungeon Crawler, bei dem man am Ende in der Hölle Diablo töten muss und sich auf dem Weg dahin durch zahlreiche Level schlagen darf. You opened a portal from hell to our town? Es wurde nicht nur zum meistverkauften Spiel des Jahres, sondern wurde das gerade für ein Scheißspiel. Auch in zahlreichen Magazinen gefeatured. Vorräte einkaufen, Urlaub nehmen und Diablo genießen. Und in irgendeinem Forum, irgendwo tief im Internet, kam jemand auf eine Idee. In der Nähe einer Stadt in Diablo stehen oft ein paar Kühe rum, die anscheinend komplett nutzlos sind. Es wäre doch ziemlich lustig, wenn jemand das Gerücht verbreiten würde, dass man durch das richtige Anklicken der Kühe in ein geheimes und exklusives Kuh-Level kommt. Why don't you back it up with a source? My source is that I made it the fuck up. Und so gingen in den Foren auf einmal zahlreiche Fake-Screenshots über das besagte Level rum. Ich habe gehört, die Kühe droppen die seltensten Items aus dem Spiel. Und neben einer Vielzahl an sehr wütenden Forum-Nutzern, die teilweise Stunden damit verbrachten, vergeblich irgendwelche Kühe anzuklicken, welche von den drei Kühen ist es? Hat dieser trollende User vor allem eines, und zwar einen Mythos losgetreten. Nice, ich habe es gerade gefunden. Ich habe gehört, es gibt auch ein Hühnchen-Level. Erstmal erblickte ein ganz anderer Titel das Tageslicht. Geben Sie sich keinen Illusionen hin. Krieg zieht auf. Mit all seiner Pracht. Verdammt. Wurde aber auch Zeit. StarCraft 1. Ich würde ja jetzt sowas sagen wie, man kann mit coolen Klassen seine Base bauen und mächtige Truppen herstellen. Doch eigentlich geht es in diesem Spiel nur darum, wer am schnellsten die 5000 Hotkeys auf seiner Tastatur benutzen kann. So ein stressiges Game, aber auch ein geiles Game. Und dann erschien zwei Jahre später Diablo 2. Mehr Features, mehr spooky Skelette. Und wenn man nach dem Ende des Spiels ein paar bestimmte Schritte befolgt, öffnet sich ein Portal zu der sogenannten Mumu Farm, in der man auf einmal riesige Kühe mit Hellebarden bekämpfen musste. Im Nachfolger von Diablo. Nee, was geht überhaupt ab, Alter? Zwei gab es Jahre später dann auch ein Kuh-Level, nur mit bunten Farben, riesigen Teddys und Einhörnern. Also das sind ja nur die wenigsten, die das kennen. Das kenne ich noch nicht mal. Das war sogar vor meiner fucking Gaming-Zeit. Ich habe erst mit, keine Ahnung, 12 oder so angefangen. Und im heutigen Diablo 4 suchen die Spieler immer noch sehr vergeblich. Wochen nach dem Level. The Secret Cow Level. Secret Cow Level. Secret Cow Level. Das geheime Cool-Level sind die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben. Und auch andere Spiele, die überhaupt nichts mit Blizzard zu tun hatten, führen den berühmten Mythos weiter mit ihrer ganz eigenen Version vom Cool-Level. This is like the Secret Cow Level. Und das alles nur wegen einem einzigen Spieler mit viel Fantasie und dem Drang zu trollen. Und so ist das Spiel für viele Menschen auch heute noch
eines der am besten produziertesten Action-RPGs, die jemals auf den Markt kamen. Und all dieser Erfolg sollte ein paar Jahre später seinen absoluten Höhepunkt erreichen mit dem Release von World of Warcraft. Digga, genau die Packung habe ich mir gekauft damals. Die jemals auf den Markt kam. Und all dieser Erfolg sollte ein paar Jahre später seinen absoluten Höhepunkt erreichen mit dem Release von World of Warcraft. Genau das Ding hatte ich, Leute. Ich habe mir das gekauft und du musstest eine Mail bestätigen. Und ich hatte damals Hotmail, also meine E-Mail, @Hotmail. Ich habe das @-Zeichen gedrückt, dadurch tappt man so leicht raus. Dann habe ich weitergeschrieben, dann war das H von Hotmail weg, dann war es nur Hotmail. Dann habe ich da die 15 Euro hingeschickt, Aufladeguthaben. Habe sie nicht bekommen, also den Support geschrieben, mir hat keiner geantwortet. Und deswegen habe ich mein ganzes Leben lang niemals World of Warcraft gespielt. Ich habe mein Taschengeld genommen, mir das Spiel gekauft, E-Mail falsch eingegeben und war gefickt. Das ist der Grund, warum ich mein ganzes Leben lang nie World of Warcraft gespielt hatte. Ich hatte alles. Ich musste ein Jahr lang meine Eltern überzeugen, dass ich World of Warcraft spielen kann, weil die erfahren haben, dass alle anderen Kinder süchtig danach geworden sind. Dann durfte ich es mir endlich holen und hab's verkackt. Vielleicht würde ich dann heute nicht hier sitzen. Wäre ich so ein World of Warcraft-Suchti geworden. So bin ich dann Clash of Clans und Call of Duty-Suchti geworden. Du wärst nicht hier, wo du jetzt bist. Hätte ich damals das H geschrieben, würdet ihr jetzt hier gar nicht zuschauen. So ist es. Warcraft. He shits himself. I just canceled my brother's World of Warcraft account and he is freaking out. Schon der Titel ausrastet, sich eine Fernbedienung ausschiebt, weil er so sauer ist. So eine Scheiße. The world of Warcraft. Blizzard ist mittlerweile eine millionenschwere Firma. Die drei College-Nerds von damals sind jetzt immer noch... War das Video eigentlich gefaked? Nerds haben dafür ein paar Millionen auf dem Konto. Jeder kennt die Spiele von Blizzard und die Leute waren dementsprechend sehr hyped auf den neuen Titel. World of Warcraft, baby! Yeah! Butthole and the pussy are so close together. My nipples are all hard. Platzwunde am Kopf, es hat geblutet, die Jacke ist voll geblutet, die Splitter liegen hier am Boden, die Tür ist geplatzt. World of Warcraft, ein Spiel, in dem jeder seinen eigenen Charakter erstellen kann und sich dann vor die Aufgaben der riesigen Abenteuerwelt stellen muss. Ich bin Mr. T und das ist mein Nachtelf-Irokese. Also wir haben einmal die berühmte World of Warcraft Trauerfeier, bei der ein Forum-User ankündigte, einen anderen Ingame-Spieler mit einer Bestattung zu ehren und vorher darum bat, dass doch bitte niemand die Zeremonie unterbrechen sollte. Was ein schöner Tag für eine Zeremonie. Das kann man wohl sagen. Die berühmte South Park-Episode, in der... Die war so geil, die South Park-Episode. So geil. ...sich die vier Jungs mit einem Ultra-WoW-No-Life herumschlagen mussten. Mom! Schlüssel! Das nenne ich einen großen Jungen. Welcher sich übrigens auch wunderbar cosplayen lässt. Den Fakt, dass 99% der Medien WoW als das Spiel abstempelten, welches dich innerhalb von 0,3 Sekunden zum Massenmörder, Heroinabhängigen oder zum ultimativen Neckbeard, der an einem Ort lebt, der schlimmer als Mordor aussieht. Ja, das dachten meine Eltern auch, deswegen durfte ich kein World of Warcraft spielen. Transformiert. Alexander Opal ist einer von denen, die übertreiben. Er spielt rund 3 Stunden am Tag. 3 Stunden. Ist das echt? 3 Stunden am Tag. Ja. War das wirklich mal irgendwo in den Nachrichten? 3 Stunden am Tag. Digga, wir spielen ja gerade jeden Tag 16, 18 Stunden und es reicht nicht im Ansatz. 3 Stunden am Tag. War das, ist das, oder ist das AI gefaked? Ist das nichts? Alexander Opal ist einer von denen, die übertreiben. Er spielt rund 3 Stunden am Tag. 3 Stunden am Tag. Es gibt viele Internetspiele, die süchtig machen, aber nur eines, das dein Leben zerstört. League of Legends. Und der Nord... Sehr guter Edit. League of Legends, stimmt. League of Legends, stimmt. Der norwegische 12 Jahre alte Hans-Jürgen Olsen, der bei einem Waldspaziergang mit seiner Schwester einem Elch begegnete und nur durch seine World of Warcraft-Erfahrung als Level 30-Jäger wusste, dass man sich auf den Boden totstellen muss, um die Aufmerksamkeit vom Elch zu verlieren. Oh, Kurwa.
2005 kam dann aus. Ich habe riesen Respekt vor euch, ne, das wisst ihr alle. Bei dem über den Patch 1.7 ein neuer Raid raus. Teams von 20 Leuten konnten sich durch den Dungeon schlagen, um am Ende den Endboss HK zu besiegen. Lauft, er ist zu stark! Und dieser Boss verteilte einen Debuff namens Corrupted Blood. Eine Art Seuche, die Schaden macht und jeden Spieler im Bossraum treffen konnte. Außerdem konnte man andere Spieler, die in deiner Nähe standen, mit dem Buff anstecken. Diese Seuche wirkte jedoch nur innerhalb des Raids und nicht in der Außenwelt. Nun, man besiegt den Boss einfach und alles ist gut. Was die Entwickler jedoch nicht bedacht haben, ist, dass die Tiere von Spielern auch die Seuche bekamen. Und diese konnten die Spieler sehr wohl mit in die Außenwelt nehmen. Dann Geil. Beginnt es also. Und ja, genau das ist passiert. Und so wurde Patient 0 geboren. Der unwissende Spieler hat natürlich sofort andere Leute in der Stadt angesteckt und innerhalb kurzer Zeit wurden von Level 1 bis Level 60 Charaktere alle möglichen Menschen von der Seuche betroffen. Warum? Digga, wie krass ist Digga, eine Seuche in dem Spiel? Sind die Leute am Stern? Das Ende ist nah. Wir sind die Außerwelten. Und so ist die erste von einem tödlichen Virus infizierte Stadt von World of Warcraft Stück für Stück vor sich hingerafft. Erst gab es die Leute, die willkürlich durch die Gegend liefen und andere Spieler ansteckten. Bleibt weg von mir! Dann gab es die Menschen, die versucht haben, die Pandemie strategisch zu stoppen. Bleibt weg voneinander! Viele sind einfach geflohen und haben in einer leeren Ecke der Karte gewartet, bis der ganze Spuk vorbei war. Also hier sieht's doch schon viel besser aus. Und ein paar Leute haben angefangen, absichtlich andere Spieler anzustecken, nach dem Motto, wenn ich sterbe, dann gehst du halt mit mir drauf. Gib mal das Super-X! Verbreitet es auf Leute! Auf dem Dach! Ein paar Healer haben sich daraufhin versammelt und versucht, andere zu heilen. Und so eine Scheiße, Alter. Wie krass. Als Ärzte zu agieren. Doch trotz aller Mühen stapelten sich innerhalb der ersten paar Stunden zahlreiche Leichen und Knochenhaufen von... Was ist denn, wenn du in World of Warcraft stirbst, einfach so in der Lobby? Was passiert denn dann? Spielern in den Städten. Fast die Hälfte der ganzen World of Warcraft Map war mittlerweile betroffen von einer jeden mit in den Tod reißenden und nervigen Seuche. A computer game is providing us with a remarkable virtual view of what could happen if a real epidemic erupted across the globe. What could happen? Die Anzahl der Toten wuchs immer mehr und Leute fingen an, sich in den Foren zu beschweren. Jeder in World of Warcraft hat AIDS. Außerdem wurden NPCs angesteckt, die zwar nicht sterben konnten, dafür aber andere Spieler ansteckten. Ach komm schon, Bruder. Die Städte glichen einer Art leerer und ausgestorbener Geisterstadt. Bringt eure Toten raus! Bringt eure Toten raus! Und dann kam ein Patch und alles war wieder gut. Später nutzten einige Soziologen und Forscher dann die Daten aus der WoW-Pandemie, um soziologisches Massenverhalten und generell Pandemieverhalten zu erforschen. How many World of Warcraft players? Quasi, wie hat sich Ork 1 verhalten, als der mit dem Virus infizierte Jäger schreiend auf den Ork zulief. Und dann gibt es noch dieses Video. Bayern ist raus. Aus dem Pokal. Bayern ist gegen den Drittligisten rausgeflogen aus dem Pokal. Glaube ich nicht. Bayern, die für 100 Millionen, die für 100 Millionen Kane gekauft haben, ist raus gegen Saarbrücken. Was ist denn das? Ist das schon Achtelfinale oder was ist das gerade? Ach du Scheiße. Ey, ich gucke mir jedes Bayern-Highlight an. Haben die nicht gerade 8-0 gewonnen, obwohl Kimmich rot hatte? Bayerns dritte Mannschaft hat gespielt. Ach du Scheiße. Kane saß auf der Bank. Die spielen noch. Okay, sie sind nicht raus. Ja, dann wechselt er jetzt Kane ein. Wie welche Minute ist denn? Digga, what the fuck? Die 98. Ja gut, dann ist noch alles offen. Ja gut, wenn sie in der 98 sind, dann ist ja kein Ding. Video hier. Ready, guys? Let's do this. Leroy Dragons! Oh my god, he just ran in. God damn it, Leroy. Leroy, 24 Jahre alt, ist in Real Life Elektrotechniker. Hat damals eine WoW-Gilde namens Pauls for Life mit seinen Kumpels gegründet. Die war aber ziemlich klein und brauchte mehr Member für einen Raid. Und so dachte man sich, komm, wir erstellen ein unfassbar lustiges und überzeugendes Gilden-Werbevideo. Die Leute werden dann schon joinen. Ja, es ist gestaged. Und die Views explodierten. Leroy Jenkins wurde zu einem Star. Wieso kenne ich den Namen? Leroy Jenkins, World of Warcraft. Leroy!
Doch jeder Mensch, der einmal zu einer Internet-Sensation wurde, merkt, dass ein Meme zu sein auch eine Schattenseite mit sich bringt. Leute haben plötzlich angefangen, ihn durch den ganzen Server zu verfolgen. Hallo Leroy, was geht ab? Er kriegte nonstop Nachrichten wie: Oh mein Gott, bist du der Echte? Oder: Oh mein Gott, dein Video ist so lustig. Aber auch solche Nachrichten. Kill yourself, kill yourself, kill yourself, kill yourself. Man konnte damals auch noch keine Server switchen. Heißt also, die Welt, in der er sich befand, war andauernd voll, weil alle Leroy kennenlernen wollten. Police are on the lookout for Leroy Jenkins Jr. of Jacksonville. Blizzard hat das mitbekommen und wollte natürlich so schnell es geht irgendwie Geld mit dem Hype machen. Doch damit Leroy auch ein Stück vom Kuchen abbekam, wurde er zu Events eingeladen, um dort, oh boy, seinen Schrei zu präsentieren. Und dann ist das Meme fürs Erste ausgestorben und Leroy ging wieder seiner Tätigkeit als Ingenieur nach. Und er wurde über die Jahre Stück für Stück in zahlreichen Serien und Filmen gefeatured. Echt, Lebe, du bist ein Idiot. In dieser Folge sind viele Internetwitze. Außerdem wurde in derselben Zeit die erste BlizzCon ins Leben gerufen. Leroy! Eine Convention für alle möglichen Blizzard-Spiele. Wo große Neuerungen angekündigt werden, Leute verschiedene Charaktere cosplayen. This is Reinhardt and Reinhardt and Reinhardt and Reinhardt. Und zeitgleich der einzige Ort, bei dem es passieren kann, dass du beim Pinkeln neben Reaper aus Overwatch und einem Ork aus World of Warcraft stehst. Außerdem gibt es jährlich für jeden Anwesenden auf der BlizzCon die Möglichkeit, den Entwicklern eine Frage zu stellen. Da war irgendwie so, da waren noch so Spielemessen geiler, oder? Was, kommt mir so vor. Zu der Zeit war so auch, wenn es Gamescom oder so die ersten Male und so. Oder da war das noch viel nischiger, ne? Jetzt ist Gaming so, ist auch natürlich krass, ne? Keine Frage, aber so, jetzt ist es so ultra Mainstream irgendwie. Damals war, wer sich damals gecosplayt hat, feier ich übertrieben. Und einer dieser Leute war der sogenannte Red Shirt Guy aus 2010, der mit vollem Selbstbewusstsein die Developer vor allen Menschen auf der Messe auf eine Inkonsistenz in der World of Warcraft Lore hinwies. Hello, I just finished reading The Shattering yesterday. Yeah, Alex, what's up with that? Thanks for pointing that out. We're gonna get that fixed. Thank you. Wie stressig. Besagter Red Shirt Guy wurde ziemlich beliebt und sollte die nächsten Jahre jedes Mal aufs Neue vortreten, um die Entwickler zu roasten. My question this year is about Illyria and Terralian. We survived. Red Shirt Guy. We can retire now. Blizzard essentially put Redshirt Guy into the game. Über die nächsten Jahre wurden dann noch mehr Expansions rausgebracht und mit wirklich jeder einzelnen ist die Beliebtheit gesunken und Leute kamen auf die Idee, ihre eigenen privaten Server zu hosten. Die Interesse nach so etwas war schon seit Jahren extrem riesig und Leute fragten: Digga, Bayern ist echt raus, das ist doch unfassbar krank, oder nicht? Gegen den Drittligisten. Der kriegt doch so Ärger, der Trainer. Der hat die dritte Mannschaft spielen lassen. Raus aus was? Aus dem Pokal. Aus dem fucking Pokal. Die gewinnen 8-0 in der Liga und sind dann in der zweiten Runde im Pokal raus. HSV ist weitergekommen. HSV ist weiter als Bayern. Und regelmäßig die Entwickler nach einem Weg, um wieder WoW Classic spielen zu können. Have you ever thought about adding servers for previous expansions as they were then? No. And by the way, you don't want to do that either. You think you do, but you don't. 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 Kleiner Tipp, wenn ihr jemals im Besitz einer millionenschweren Videospielfirma seid, schreibt niemals eurer Community vor, was sie wollen und was nicht. Nun, Good Guy Blizzard sah, dass so viele Leute auf privaten Servern spielten und nicht für ein WoW-Abo bezahlten und so entschieden sie sich dazu, die Serverbesitzer zu verklagen. Die Server mussten runtergenommen werden und Gamer machten natürlich das, was alle in dieser Situation tun würden. Und zwar wurde sich kurz vorm Shutdown gemeinsam auf dem Server getroffen, daraufhin ein riesiger XXL-Trauermarsch quer durch den ganzen Server veranstaltet. Um dann gemeinsam mit allen Leuten eine fucking Klippe runterzuspringen. Fuck you, Blizzard. Blizzard chose greed. Fuck Blizzard. You think you do, but you don't. That is how many people showed up to say goodbye to this server. You want to know why that doesn't happen in retail? Because it fucking sucks! Blizzard sah dieses Video mit all den potenziellen Kunden.
Ich habe das alles nicht mitbekommen. Das war alles so alles vor meiner Gaming-Zeit. Überhaupt nicht. Und hat sich natürlich vor lauter Freude die Hände gerieben. Merkte außerdem, wie die Zahlen der neuen Expansions immer weiter sanken. Man konnte sich auf einmal bis Level 120 hochkaufen. Bruder, was zum Fick. Und irgendwie hat sich das Spiel nicht mehr wie die alte Heimat von damals angefühlt. Yo. What the hell? Und so schafften sie es nach Jahren, endlich ein paar Zeilen im Code zu verändern und ein paar Knöpfe zu drücken, damit dann 2019 World of Warcraft Classic eingeführt werden konnte. You think that you want this, and I think maybe that you do. Jack Norris ist ein Jäger. Doch gehen wir wieder zurück zum Jahr 2008. WoW ist jetzt schon seit ein paar Jahren draußen, die Zahlen sehen super aus, doch der Lamborghini scheint ihnen nicht zu reichen. Blizzard Entertainment merged mit dem Videospielgiganten Activision. Das war 2008? So lange ist das schon her, okay, fuck. Ihr wisst schon, die Leute, die heute Call of Duty in den Abgrund treiben und einen ganzen Euro für einen roten Punkt auf dem Visier verlangen. With Homelander and fucking Snoop Dogg and there's a cat operator is, oh my god. We want the game to be 100% realistic. Gedacht. Blizzard ist jetzt Blizzard Activision und der neue CEO der Firma wird ein Mann mit dem Namen Bobby Kotick. Well, we're now the largest, most profitable video game software company in the world. Legenden besagen, dass wenn man böser Businessmensch im Anzug googelt, dass dann nur Bilder von diesem Gesicht erscheinen. Haben die nicht gerade verkauft? Haben die nicht gerade weiterverkauft? War das nicht ganz frisch? Oder bin ich dumm? Blizzard Activision wird an Microsoft weiterverkauft. Okay, krass. Für 70 Milliarden. Na gut. Das ist so dumm. Dieses schmierige Grinsen widert mich jetzt schon an. Ich hätte den gerne als Endgegner im nächsten Wolfenstein. Seine ersten veröffentlichten Worte, nachdem er die Firma übernahm, waren: Wir müssen den Spaß daraus nehmen, Spiele zu produzieren und Gaming ertragreicher machen. Hat 2006 außerdem seiner Assistentin eine nette Nachricht auf den Anrufbeantworter gesprochen. Hey Jessica, kannst du mir einen Kaffee machen? Ah ja, und ich lasse dich morgen umbringen. Typisch Bobby mal wieder. Außerdem möchte man jetzt die viel zu toxische World of Warcraft Community unter Blizzard Activisions Leitung erziehen und ihnen gutes Benehmen beibringen. Und das hier kriegst du dafür, dass du Trottel geschrieben hast. Ab sofort sollte neben jedem Namen... Welcher Film war das denn, wo Leonardo DiCaprio verdroschen wird? Im Blizzard-Forum zusätzlich der vollständige Real-Life-Name daneben angezeigt werden. Unter dem Vorwand, die Community auf einem Weg zu connecten wie noch niemals zuvor. Ja, ihr hört richtig. Die Nutzerin SexyPriestGirl5 hatte plötzlich neben ihrem Profil den Namen Rolf Meier stehen. Und auf diese Weise sollte die Community weniger toxisch werden. Hast du auch geschrieben, fegt sie ab sofort in ihre beschissenen Ärsche? Ja, vor einer Weile. Ich kann's kaum erwarten, Präsident Obama in Forum zu treffen. Ein Blizzard-Mitarbeiter hat die daraus resultierende wütende Meute überhaupt nicht verstanden und postete im Forum seinen echten Vor- und Nachnamen. Hey Leute, ist doch gar kein Problem, es ist doch nur ein Name. Als erstes wurde seine Adresse geleakt, dann seine Telefonnummer, dann sein Facebook-Profil. Oh, und anscheinend wohnt der Mitarbeiter mit 28 noch bei seiner Mutter. Hey Maike, ich stehe vor deinem Haus. Ein Tag hat es gedauert und das Feature war wieder weg. Noch im gleichen Jahr wurde dann offensichtlich profitorientiert, ein gewisser Folgetitel angekündigt. Diablo 3. Present to you the world premiere of Blizzard's newest game. Oh my god. Die ganze vier... Ey, wir sind erst 23 Minuten. Wir sind erst 23 Minuten im Video und da kommt ja noch richtig heftige Scheiße. Zu der Zeit habe ich ja keine Ahnung, was da abgegangen ist mit Blizzard oder so. Aber was heutzutage geht, habe ich schon so ein bisschen mitbekommen. Bin sehr gespannt, das ist gut. Volle Jahre sollte es dauern, bis hast du Diablo gespielt? Nö. Das Tageslicht erblicken konnte. Außer und das der Neueste. Hype war immens. This is truly a gamer moment. Wenn man das Spiel statistisch mit anderen Titeln vergleicht, sieht man bei Diablos Suchanfragen einen klitzekleinen Hügel. Die Leute waren bereit und das zeigten sie auch. Memes über alle Plattformen verteilt, die darstellten, wie sehr man sein Real-Life vernachlässigen wird, sobald Diablo 3 rauskommt. I got everything I need here, I got Pringles and I got Pringles, an extra keyboard in case I have to smash a couple. Doing this with one hand. Everything here, I can eat with one hand. 15. Mai 2012. Die Server gingen live und eine riesige Horde an mit Energy-Dosen bewaffneten Menschen versuchte sich gleichzeitig nach 4 Jahren endlich in das Spiel einzuloggen.
Und zwar versuchten es so viele, dass die Server bis zum Anreiz überlastet wurden, was wiederum dafür sorgte, dass sich kein einziger Spieler mehr einloggen konnte und die gehypten Fans nur ein Pop-up-Fenster mit dem berüchtigten Error 37 zu Gesicht bekamen. Execute Error 37. Error 37. Nobody's fucking playing Diablo 3! Error 37! Shit, this is bullshit! I pay money, cash, money, dollar, money, cash, money! Hört auf, euch einzuloggen, damit ich mich einloggen kann! 37! What the fuck are the other 36? Hat jemand von euch Error 3006? Und falls du nur für dich alleine die Singleplayer-Kampagne genießen wolltest, musstest du dich trotzdem einloggen und brauchtest im Jahr 2012 einen dauerhaften Internetzugang. Because fuck you. Bobby Kotick, fuck you. Klassische 2012er Oldschool-Memes wurden verzweifelt über jegliche sozialen Netzwerke gepostet, um irgendwie den Schmerz zu unterdrücken, jetzt gerade nicht Diablo 3 spielen zu können. Und irgendwann legte sich der Sturm und die Server funktionierten wieder. This game is so much fun, I love. Mit einem späteren Update wurde durch Bobby Kotick dann ein Auktionshaus eingeführt, in dem man Ingame-Items und seltenen Boss-Loot für echt Geld kaufen konnte. Oh Mann, ich habe erst seit 3 Stunden das Spiel und habe jetzt schon alle seltenen Items im Game. Warum auch immer man so ein System in einem Spiel einführt, bei dem es primär darum geht, Items zu sammeln. Es gab teilweise Spieler, die beruflich davon lebten, seltene Äxte für beispielsweise 7500 Euro in Diablo zu verkaufen. I am working on my investment portfolio of magical swords. Hey, sag mal, was machst du eigentlich beruflich? Oh, und du willst außerdem Diablo 3 für die Switch gewinnen? Lad einfach ein Foto hoch, wie du Diablo 3 auf der Switch spielst und gewinne Diablo 3 für die Switch. Und dann kam 2014. Wir gewinnen 7-1 gegen Brasilien. Und zeitgleich kommt Hearthstone raus, ein digitales Kartenspiel. Hearthstone ist ein Spiel, was absolut nicht pay to win ist. $50 for 3 cards. Ein Spiel, welches extrem schwer zu meistern ist und zahlreiche strategische Taktiken benötigt. Victory requires strategy. Der chinesische Kriegsmeister Sun Tzu schrieb einmal in seinem Buch Die Kunst des Krieges die Worte: Nimm die Klasse Jäger bei Hearthstone und greif immer Face an, das hassen die Gegner. Forscher haben herausgefunden, dass das Öffnen der Hearthstone-Packs kein bisschen Dopamin in dem menschlichen Körper auslöst. Da bin ich der glücklichste Mensch im Universum! Was ist los, Alter? Falls mal eine Karte. Was für eine Scheiße. Zu stark ist, braucht Blizzard nur 3 ganze Jahre, um eine einzige Zahl im Code zu verändern. Und die Beliebtheit dieses Spiels ist außerdem über die letzten Jahre durch die immer besser werdenden Patches von Blizzard enorm in die Höhe geschossen. What is wrong with this fucking company, man? Im Jahr darauf kam dann Heroes of the Storm. Für Bobby Kotick eine super Idee, um endlich mit den großen Schlachtschiffen wie Dota und League of Legends mithalten zu können. For Heroes of the Storm. Ich kann euch zwar überhaupt nicht sagen, was in diesem Match hier gerade passiert, aber ich kann euch sagen, dass Blizzard 2018 einfach mal so über Nacht ankündigte, dass das Entwicklerteam vom Spiel drastisch gekappt wird und die E-Sport-Szene nicht mehr unterstützt werden würde und beendete somit. Ich kenne das Spiel gar nicht. Das ist von Blizzard. Ich habe noch nie von dem Spiel gehört. Ich dachte so, was? Dota und League of Legends will er mithalten? Was für ein Scheiß. Zahlreiche Karrieren von Kommentatoren, E-Sportlern und YouTube-Channeln einfach über Nacht. Und das ein paar Tage, kurz vor Weihnachten. Well, I didn't sleep too good last night. Omega lol, my whole life is built around this game. I'm so fucking tilted about it. Some great news to share with you guys. Not with the Blizzard fans though. Hey. Ich bin jetzt Vollzeit League Streamer. Frohe Weihnachten. Arbeitslos by the way. Omega lol. Fuck you. Laut wirklich seriösen Quellen, ich hab's mir ausgedacht, habe ich übrigens erfahren, dass das dadurch verfügbare Geld in die 413. Luxusjacht von Bobby Kotick geflossen ist. I'm gonna show you how to make a Bobby Kotick costume for Halloween. I don't care what you think.
Wir haben mittlerweile 2016. Blizzard hatte bis dahin ein paar nervige Aktionen und Fauxpas, ist aber dennoch relativ beliebt bei den Spielern. Und sie wollten sich den Hype von damals zurückholen. I want you to open your hearts and your minds to what comes next. 2016 war das Jahr, in dem Overwatch wie eine Bombe in der Gaming-Welt einschlagen sollte. Overwatch is an incredible achievement, another seminal release from developer Blizzard. Game of the year, Overwatch. What is this? I love you, Beta. What is this? We're winning it again. Das hatte ich mitbekommen, da hatte ich ja damals 2016 auch mit Twitch angefangen, da war Overwatch dann ziemlich schnell ziemlich groß geworden. Ist das Game, was Chef Strobel immer zockt? Ja, Chef Strobel spielt 1800 Stunden Overwatch im Jahr. Send it back to the desk right now. Beide Teams bestehen aus 6 Charakteren. Die Rollen können selber aufgeteilt werden, wobei es am Ende der Runde immer 5 DPS gibt und einen Tank, weil keiner Lust hat, den Healer zu spielen. Fucking switch, dude. You're not doing shit for the team. Did we not have a Widow? Can you not play Bastion? Hanzo, will you please swap? Overwatch kommt mit einer Vielzahl an durchdachten und einzigartigen Helden, die man spielen kann. Okay, Feierabend. Monkey. Genji, ein unfassbar krasser Ninja mit Samurai-Schwert, der aber in 99% der Fälle von irgendwelchen Elfjährigen gespielt wird, die denken, sie könnten das ganze Team von alleine carryen. Is that a pro Genji? Yeah, he's... Es ist der eine Typ, den es in jedem Spiel gibt. In League of Legends ist es Yasuo. Hey, ich wollte gerade sagen, hört sich an wie in League of Legends Yasuo, dann kommt er da. In Valorant Jett und in Team Fortress der Scout. Dann gibt es noch Mei oder auch das Letzte, was du siehst, bevor du 4 Stunden lang eingefroren wirst und irgendeiner der riesigen Tanks dich danach in die Grenzen der Galaxie befördert. Dieser Charakter ist eine Fusion aus Gandhi und einem Roboter und hat unfassbar dicke Balls. Zenyatta ist gay. Bastion ist nur ein Roboter, der mit der extrem komplizierten Meta-Strategie an einer Stelle warten und schießen gedrückt halten gespielt wird und somit das ganze Game gewinnt. Bastion is a way of life for me. I never change my character. Fuck you. Und das hier ist ein fucking Hamster in einem Roboterball. Und weil keinem ein cooler Name einfiel für einen Hamster mit Gewehren, nannte man ihn einfach... Dieser Charakter ist komplett nutzlos. Dieser Charakter ist auch komplett nutzlos. I could make an Indian tech support joke here, but I won't. Your computer has what? Und über diese Charaktere existiert mehr Overwatch-Pornografie, als das überhaupt Spieler in den letzten 5 Jahren gab. Ich besorg's mir auch zu Widowmaker. Ich besorg's mir jeden Tag zu ihm. Ich besorg's mir jetzt gerade zu Widowmaker. Oh, ach du Scheiße, da macht er sich wirklich. Solltest du es zufällig schaffen, doch ein paar Gegner zu killen, wird dein Gameplay am Ende vor allen Leuten angezeigt und du bekommst das sogenannte Play of the Game. Ziel vom Spiel ist es, einen Punkt einzunehmen oder als strategisches Team die Fracht zu schieben. Doch in 99% der Fälle macht ein einziger Spieler die ganze Arbeit, während die anderen sich am Rande der Map um ein Medikit prügeln. Das Game wird von Jeff Kaplan geleitet. 2 to the 1, from the 1 to the 3. What's up, this is Jeff from the Overwatch Team. Meme-Legende und seit neuestem offen rechtsradikal. Hat außerdem die große Ehre, jedes Mal aufs Neue das bevorstehende Overwatch-Update zu verkünden. Das ist so krank geil gecuttet, ja. Da kann man noch mal 2 Monate machen. Da kann man mal 2 Monate nehmen. Neues Update. If you pick Hanzo in a competitive match, your player level will be reset. And then your PC will light on fire. Hat außerdem einen 10-Stunden Livestream gemacht, in dem er vor einem Kamin sitzt und vor 30.000 Leuten absolut gar nichts macht. Hier ein paar Highlights. I need healing. This is Jeff from the Overwatch team. Außerdem gibt es noch die professionelle Overwatch League. Und hier kann man sich die Faustregel merken. Je unangenehmer die Teams die Arena betreten, desto besser werden sie wahrscheinlich spielen. DJ, you say Kevin. DJ, I'm
another one! Die E-Sport-Liga hat außerdem zahlreiche Talente hervorgebracht, wie zum Beispiel den... So Gaming-Teams in Real Life sind irgendwie immer unangenehm, das stimmt. Auch bei Fortnite-WM, als ich auf der E3 war und so, immer die Einläufe, auch letztens jetzt hier von der Fortnite-WM oder jedes Valorant-Team oder ich habe damals sehr viel League of Legends geschaut, das war... Wenn die alle so ins Real Life kommen, ist es immer unangenehm. Kanadischen Philosophen Felix Lengiel. I've seen some of these documentaries, I'm building none of that. Hey, the game government and no getting the one in the best sample, not getting my 3D. I have no idea what the fuck you're saying. Die nächsten Jahre kamen dann ein paar Expansions für die anderen Spiele. Es wurde sich weiter um den E-Sport gekümmert. Warum könnte ich normal reinlaufen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und die Games wurden Stück für Stück immer mehr. Okay, aber alle Zuschauer schreiben in Counter-Strike. Außer in Counter-Strike. In Counter-Strike ist es nicht so. Doch, in Counter-Strike nicht. Counter-Strike nicht. CS:GO sind besser. CS:GO immer cool. Okay, sehr gut. Ja, monetarisiert. Yes! I've been wanting... Au! Auf einmal sind wir in 2019 und zahlreiche Chinesen in Hongkong kämpfen nicht nur um ihr Leben, sondern auch gewaltsam für die Unabhängigkeit vom südlichen China. Es war ein ganz normaler Sonntagmittag. Das Hearthstone Grandmaster Turnier ist in vollen Zügen und ein chinesischer Spieler namens Blitz Chang machte folgendes in seinem Interview nach dem Match. Blizzard bannte am selben Tag noch den Spieler von jeglichen Wettkämpfen, nahm ihn all sein Preisgeld wieder weg, stellte in Höchstgeschwindigkeit das VOD vom Turnier auf Offline und feuerte die zwei anwesenden Kommentatoren dazu noch gleich mit. What the fuck? Was ist los? Dieser Gestank, den kenne ich irgendwie. Blizzards Reaktion machte natürlich sofort Schlagzeilen und sorgte für ziemlich große Empörung. Suspended a gamer and taken his prize money away. That is fucking crazy. All his prize money and they've suspended him for a full year. Und so stellten sich einige Leute die Frage, warum zum Teufel kehrt sich eine amerikanische Videospielfirma, die Spiele programmiert und in einem demokratischen Land sitzt, so sehr dafür, wenn ein asiatischer Hearthstone-Spieler zum Protest gegen eine kommunistische Partei in China aufruft. Donald Trump, don't trust China! China is asshole! Okay, Speedrun-Erklärung. Es gibt in China eine Firma, die heißt Tencent. Das ist, by the way, der größte Videospielentwickler der ganzen Welt, hat aber noch kein Schwanz was von gehört. Diese Firma steckt ganz schön viel Kohle in alle möglichen Firmen auf der Welt und die Chefs dieser Firmen können sich dann dadurch mehr Yachten leisten. Sollte also mal eine Firma etwas tun, was die chinesischen Investoren gar nicht mögen, ist das Geld auch wieder weg. Also heißt es Schuhe lecken, den roten Teppich ausrollen und bloß nicht in irgendeiner Weise Winnie Pooh erwähnen. Boys, we did it. I'm banned from China. That's right. Riot Games, die Macher von League of Legends, gehören sogar zu 100% Tencent. Hier eine Liste mit all den Firmen. Supercell ist da auch drin, ich glaube 50% oder so. Juhu. Best companies in the world right now are companies like Tencent and ByteDance. Und fragt euch mal, warum in allen möglichen Spielen immer diese hässlichen chinesischen Neujahrskins und Events rauskommen. Yep, das ist subtile Propaganda, um China als wunderbares, tolerantes Superland darzustellen. Nein, wir stecken keine Leute in Arbeitcamps. Wir sind China und feiern mit euch das chinesische Neujahr in Fortnite. Why visit France when you can just visit the replica in Tiangdicheng? Hey look, they're even building a copy of the Holocaust. Mit Tencent haben wir also eine riesige Monopolfirma, die in China sitzt, von der Regierung gesteuert wird und gleichzeitig enormen Einfluss auf die größten Firmen der ganzen Welt hat. Ja, ich sehe da absolut gar kein Problem. What the hell? Made in China! New World Record, baby! Und ja, auch Blizzard musste klein beigeben, als Papa Tencent wieder am Telefon geschrien hat, dass man doch ganz schnell den bösen Hearthstone-Spieler, der sich für Hongkong aussprach, bannen soll. Tja, das heißt nichts umsonst. Löse dich von jedem freiheitlichen Gedanken, wenn du je an der warmen Brust Chinas nuckeln willst. Und genau dieser Sachverhalt fand seinen Weg dann irgendwann auch auf Reddit. Und noch am selben Tag startete mit dem Hashtag Boy... Hatte ich nicht mein allererstes Placement? 2016 sogar für direkt Tencent? Weder Blizzard noch Activision noch irgendetwas. Ich glaube, es war direkt von Tencent. Mit
wo ich einen fucking Guide gemacht habe. Wie hieß das Ding? Hieß das Arena of Valor oder bin ich lost? Ja, Arena of Valor. Ich glaube, das war direkt von Tencent. Ja, normal. Boycott Blizzard, einer der größten Videospielproteste der Gaming-Geschichte. Es hat... Dieser League of Legends Fake, ja. Ja. Arena of Valor war zu 100% Tencent. Das war direkt von Tencent, ja. Also erstmal gab es haufenweise... Von Anfang an auf der dunklen Seite der Macht. Ja. Also Spieler, die sich dazu entschieden, ab jetzt keinen einzigen Blizzard-Titel mehr anzufassen oder ihr WoW-Abo beendeten. Oh mein Gott, was passiert mit mir? Bilder von verbrannten Blizzard-Spielen, Videos, wie komplette Accounts gelöscht oder bis aufs Wesentliche reduziert wurden. Und Leute fingen an, sich wieder den altbekannten Gaming-Klassikern zu widmen. Das ist me. Path of Exile, das spielt auch Umatra immer. In Fortress is back! No! Und auch die... Aber das Gute ist, auch wenn die da versuchen, so viel Geld rauszuquetschen, wie es geht, wenn sie das so machen und die Games sind nicht geil, dann funktioniert das nicht langfristig. Da kommen neue Publisher dazu, die dann für 1 Milliarde oder so irgendwann aufgekauft werden. Die schreien hier gerade richtig rum. Zum Beispiel Call of Duty oder Warzone. Call of Duty ist seit den letzten Jahren scheiße oder mies oder kann ich mir daran anknüpfen, wo es früher war. Und Activision Blizzard möchte auch wieder ganz doll, dass Warzone gespielt wird. Ganz doll Warzone. Und das wird nur gespielt, wenn das Game unfassbar geil ist und free to play. Das heißt, die müssen ein geiles Game machen. So früher, die verdienen am meisten Geld, wenn sie ein unfassbar geiles Game machen, was zu 100%ig jeder spielt. Ist so. Das ist es. Du machst ein geiles Game und dann verdienst du am meisten Geld. Blizzard-Mitarbeiter machten mit, versammelten sich vor dem Hauptgebäude und überklebten das berühmte Schild vor der Statue mit der ironischen Aufschrift: Jede Stimme zählt. Mr. King, who have you not bought? That's the real question. That is the real question. Zahlreiche Blizzard-Versionen vom China Tiananmen Square Massacre wurden erstellt und fanden ihren Weg in das Internet. I will not stop boycotting Blizzard games. Leute schrieben komplett sinnlose Mails, um irgendwie die Postfächer von Blizzard zu überlasten. Ich wurde von einer Harpune getroffen. Okay, scheiß drauf, ich bin raus. Und auch andere Hearthstone-Spieler aus dem Turnier schlossen sich der Sache an. Last any longer. They do draw the second spirit. And that is game. Yep, und Blizzard gießte Öl ins Feuer und bannte auch diese Spieler für ihren Protest. Man würde ja laut dem Regelwerk keine politischen Statements oder Proteste in der Firma akzeptieren, hieß es. Celebrating Pride in Overwatch 2. Gender fluid, intersex, lesbian, adding a transgender here. I am very gay and I fucking hate this. Ganz nach dem Motto, es ist nur okay, solange es sich vermarkten lässt. Und so einigte man sich darauf, die Overwatch-Heldin Mei zum offiziellen Pro-Demokratie-Symbol der Spieler zu machen. Wenn wir Mei in ein Pro-Hongkong-Symbol verwandeln, könnten wir das Spiel in China gebannt kriegen. Modern problems require modern solutions. Aber seht euch um! Jemand muss etwas tun! Wir müssen etwas tun! Die Welt versinkt im Chaos! Hey, wie smart! Wie smart! Und braucht Helden! Seid ihr dabei? Daraufhin wurden Sun. Warum hat der Affen so clean Rückwärtssalto gemacht? Gibt's das? Zahlreiche Kommentarsektionen gesperrt und Blizzard sorgte dafür, dass man seinen Battle.net-Account nicht mehr deaktivieren konnte. Logischerweise, damit die Spielerzahlen nicht weiter sanken. Das muss die beste Woche sein, die EA und Ubisoft seit Jahren hatten. Bis dann Wochen später endlich das erwartete, halbherzige Statement kam. I want to say a few words. I am sorry. Das Preisgeld wurde zurückgegeben, der Bann wurde etwas reduziert, doch der Rufschaden an Blizzard war bereits passiert. I want to be clear, our relationships in China had no influence on our decision. Utter, complete bullshit. Und rückblickend zeigte sich ein Haken an der ganzen Sache. Wer glaubt ihr, leidet am meisten, wenn auf einmal zahlreiche Leute anfangen, ihre Blizzard-Spiele zu deinstallieren und die Firmeneinnahmen sinken? Sehr wahrscheinlich nicht die großen Chefs der Firma. Und genau das hat man später auch gemerkt. Bobby Kotick feuerte über Nacht hunderte Mitarbeiter.
Ich will hier auch nochmal in den Raum werfen, dass Bobby Kotick 30 Millionen Dollar im Jahr macht. Während sich die gefeuerten Mitarbeiter weinend und umarmend vor dem Parkplatz trafen. Bitte, du darfst die Karte nicht spielen. Und jetzt aktiviere ich Bobby Kotick. No! Ich meine, was zum Teufel will die... War das der Topf der Gier? Geil. Ey, das ist so geil geschnitten. Das ist ein geiler Humor, geil geschnitten. Ich lieb's. Dieser Mann überhaupt mit seinem Geld. Etwa zur Jeffrey Epstein-Insel fliegen? Oh, sorry, falsches Bild. Was haltet ihr von diesem süßen Hund hier? Als die ganze Sache wieder abflachte, wurde dann später überhaupt nicht scheinheilig noch ein Black Lives Matter gepostet. Und Bobby selber war der Meinung, dass sich Blizzard eigentlich überhaupt nicht politisch engagieren sollte. Also ich habe meinen Blizzard-Account wegen der Hongkong-Kontroverse gelöscht. Jetzt will ich aber das Overwatch-Halloween-Event spielen. Wie bekomme ich meinen Account zurück? 2020 kam dann immer noch kein neues Spiel. Dafür bekam Warcraft 3 ein Remake. Das Spiel war damals enorm beliebt und bereits 2018 wurde angekündigt, dass man dem 16 Jahre alten Spiel eine Überarbeitung verpassen möchte. I am honored to present the return of another Titan. It's going to be an exciting new chapter. You can order that today. You can pre-order that today. I will pre-order your mama. Pre-ordered? Lol. Zwei ganze Jahre sollte das Remake in Entwicklung sein. Und dann kam der Release Day und... Oh mein Gott, Blizzard. Wie habt ihr es hinbekommen, ein bereits komplett fertiges Spiel fehlerhaft neu rauszubringen? Biggest scam in gaming history in 2020. Nice beta Blizzard LMAO. Blizzard in a nutshell. Das sind die Cutscenes von der BlizzCon zwei Jahre zuvor. Das sind die Cutscenes vom Spiel, als es rauskam. They fucking lie! Deine fucking Einheiten ändern die Farbe. First, I hope you guys like the style we went with. Was geht hier vor? Manche Truppen wurden geremastert und manche wurden anscheinend komplett vergessen. Warum kann ich nicht mit meinen Freunden spielen? Die Idee von neuen Sprechern wurde gestrichen. Dafür gibt es jetzt sowas. Der Wind dringt einem durch ein Bein und ihr zittert nicht einmal. Ich starte eine neue Runde und hab... Digga, was? Das ist... Habe sofort verloren. Defeat? What? I just lost. What the fuck? Really? Ich weiß, was das ist. Ein unsichtbar machender Tarnumhang. Das Hauptmenü ist eine Web-App, die über Chrome läuft und deshalb die komplette CPU lahmlegt. Welcher Mensch hat das bitte abgesegnet? Arthas looks like a drunk. He looks like a 55-year-old drunk. Wartet, bis ihr mich im Einsatz. Yep, diese Liste von Features, die im Spiel fehlen, ist ganz schön lang. Je besser die Technik wurde zu erstellen, je schlechter wurde das Spiel. Our gold mine has collapsed. Custom games broken, the login is kind of broken, the connection is broken, the online activity is broken, the frame rate is shit, the stabilization is terrible. Lieber Support, mein Spiel funktioniert nicht. Ja, dann kauf doch einfach einen neuen PC. Fucking Blizzard! They just want cash bucks, dollar, sterling, Fortnite, V-Bucks. Drei neue Spielfehler, die ich zu meiner Sammlung von anderen Spielfehlern legen kann. Warcraft 3 vs. Warcraft 3 Reforged. Okay, das Remake ist also scheiße. Du willst deshalb lieber das alte Warcraft 3 spielen. Tja, das geht nicht, denn die alte Version wird mit dem Remake ersetzt. Das heißt, du musst dich als jahrelanger Spieler... War das gerade ein Clip von Ori und den Kakerlaken? ...da auf einmal mit diesem halbfertigen Müll zufrieden geben. Stating the following, Warcraft 3 Reforged Refund Request denied. Fuck. Geld für das Spiel zurückzubekommen, war ohne Behörden so gut wie unmöglich. Wenn dein Spiel vorbestellst, verpflichtest du dich bloß für irgendwas zu bezahlen, was ein paar Arschgeigen in Kalifornien nicht mal fertiggestellt haben. Weißt du, was du für so eine Vorbestellung kriegst? Einen Schwanz in den Mund. Und dann kam das gewohnte, es tut uns so leid, Statement. That I'm very sorry and I apologize. That kick me no! Und so review-bombten Leute aus Frust das Spiel auf Metacritic. Disappointment, disappointment, disappointment. The worst remaster game ever. It's a load of donkey poo. Suicide prevention hotline number 800-273-8255. You're gonna need it. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck. Das ist fast bei allen Spielen so. Ja, hab ich ja auch gesagt am Anfang. Wer verkackt denn nicht? Das verkackt ja gerade jeder gefühlt, jeder große Gaming-Publisher, oder nicht?
und dadurch wurde es über Nacht das am schlechtesten bewertete Spiel aller Zeiten. Ganz unten auf dem Rang 19.095. Somehow Blizzard is now worse than Bethesda. Das Geld hat sich Blizzard ordentlich schmecken lassen. Ein paar Sachen wurden dann über die nächsten Monate gefixt, damit die Leute aufhören zu nerven. Und dann ging es weiter zum nächsten Projekt. Wir schreiben mittlerweile 2021. Blizzard hat immer noch kein neues Spiel rausgebracht. Dafür kommt etwas ans Licht, was der Firma den absoluten Gnadenstoß verpassen sollte. Blizzard Entertainment wird vom Bundesstaat Kaliforniens angeklagt wegen sexueller Belästigung auf dem Arbeitsplatz. Ladies and gentlemen, we need to talk about Activision Blizzard. Over the way, a new sexual harassment lawsuit claims the company has treated women for years. I think at this point it's safe to say Activision Blizzard is the most evil video game company ever. Das Ganze hat unfassbar schnell Schlagzeilen gemacht. Und plötzlich... Das war doch erst letztens, oder? ...plötzlich meldeten sich Ex-Angestellte, anonyme Mitarbeiter und andere Instanzen zu Wort, bis am Ende über 500 Beschwerden zusammenkamen. Und so merkte man, dass diese sexuelle Belästigung nur die Spitze des Eisbergs war. Laut der 29-seitigen Klage spielen männliche Angestellte während der Arbeitszeit primär irgendwelche Videospiele, meistens Call of Duty. Which one of you motherfuckers called my mom gay? Die Arbeit wird dafür an die Frauen delegiert und überall im Büro steht Alkohol rum, was dazu führt, dass sich viele Mitarbeiter den ganzen Tag über besaufen. Was im Nachhinein auch so einige Spielpatches erklärt. Es gab regelmäßig eine Art Büro-Event namens Cube Crawl, bei dem sich Männergruppen an einem bestimmten Wochentag gemeinsam im Büro betranken und dann durch das Gebäude liefen, um Frauen auf verschiedenste Weise zu belästigen und einfach nur Unsinn zu bauen. Während mein fucking Pferd in Diablo seit Wochen immer noch buggy ist. Was zum Teufel treibt ihr auf der Arbeit? Das kann nicht sein. Das bestätigt? Oder war das nur eine Anklage? Also das kann doch nicht sein. Auf der einen Seite schmeißen die 800 Mitarbeiter raus, auf der anderen Seite die, die noch arbeiten, besaufen sich und machen nur Scheiße. Sir, Sie haben den Job. Außerdem wurden zahlreiche Lines auf der Mitarbeitertoilette gezogen. Frauen bekamen aus Prinzip weniger Geld, obwohl sie doppelt so viel leisteten, einfach weil sie Frauen sind. Und Angestellte wurden regelmäßig mit Flaschen beworfen. Frauen haben keine Gehaltserhöhungen bekommen, weil sie ja vielleicht irgendwann schwanger werden könnten. Und es wurden heimlich Kameras auf der Damentoilette installiert. Was zum Fick? Lasst mich kacken. Manche Mitarbeiter haben so wenig Lohn bekommen, dass sie ganze Mahlzeiten überspringen mussten, um ihre... War das aus Monster Hunter gerade? Die Katze, die das Fleisch geschnitten hat? ...um Miete zu bezahlen. Woher wusstest du, dass ich bei Blizzard arbeite? Vergesst nicht, Bobby Kotick macht 40 Millionen im Jahr. Konnten sich nur Haferflocken zum Essen leisten. Du willst als Frau Urlaub nehmen, du musst ein einseitiges Essay darüber schreiben, wie du deine Zeit im Urlaub nutzen wirst. Blizzard, are you serious? Must be a dream to work at. Ob du bei Blizzard angestellt wirst, ist auch davon abhängig, ob du gut aussiehst oder nicht. Es gab ein Apartment von Blizzard-Mitarbeitern mit dem Namen Cosby Suit, benannt nach dem verurteilten Vergewaltiger Bill Cosby, in der sich regelmäßig Mitarbeiter versammelten, um dort besoffen Partys zu feiern und Koks zu nehmen. Kokaina. Die sogenannten Hot Chicks wurden davor für das Zimmer rekrutiert. Meistens waren das Frauen von der BlizzCon, die Fan von den Spielen oder Entwicklern waren. Komm mit ins Hotel und ich gebe dir 20 Lootboxen, Baby. Welche dann dort abgefüllt worden sind und dann, naja, ihr wisst schon, Mensch, ärgerlich nicht gespielt haben. And the women. So eine Scheiße. Das ist so abgefuckt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das stimmt. Ist das alles so bestätigt oder war das nur eine Anklage? Von einer Mitarbeiterin wurden Nacktfotos auf einer Firmenveranstaltung rumgereicht. Sie ist dann nach Hause gefahren und hat sich umgebracht. Ein Monster! Du bist wie Hitler, aber der hat sich wenigstens für Deutschland interessiert. Es gab mehrfach Fälle, bei denen ein unbekannter Angestellter die abgefüllten Muttermilchflaschen von Mitarbeiterinnen aus dem Kühlschrank klaute. Auch genannt der Muttermilchdieb. What the fuck? It's so ridiculous. This is disgusting. Goo goo gaga! I want the titty milk! Homeländer.
4chan fand die Story genauso krank wie alle anderen auch und hat sich CIA-mäßig sofort auf die Suche gemacht, um den Muttermilchdieb zu finden. Als wäre das ein Internet-Sidequest mit dem Namen Findet den Milchbanditen. Nur um dann herauszufinden, dass das Ganze selber ein 4chan-User war, der das vor Jahren schon einmal auf der Plattform postete. Drink it before your workout for maximum gains. Dann kam raus, dass wichtige Dokumente, die von Kalifornien für die Untersuchung angefordert wurden, absichtlich geschreddert wurden. That'll solve everything. Dann kam noch raus, dass Bobby Kotick von diesen ganzen Sachen wusste, es ihm aber offensichtlich egal war. Doch als er merkte, dass die Leute ziemlich sauer waren, meldete er sich höchstpersönlich mit einem Statement zu Wort. I want to talk with you today about our future and reiterate my conviction to create the most welcoming and inclusive workplace. I am so confident we will get there. Welcoming, inclusive workplace, welcoming and inclusive workplace. Welcoming and inclusive workplace. I am truly grateful. Er ist echt ein Psychopath. Außerdem hat er daraufhin eine Frau eingestellt, die ab jetzt für eine gesündere Arbeitsatmosphäre im Büro sorgen sollte. Eine Frau, die seit Jahren dafür bekannt ist, Kriegsverbrechen und Foltermethoden zu glorifizieren. Ja, wer könnte nur besser geeignet sein? Just a regular day in the Blizzard Entertainment Office. Streamer haben daraufhin aufgehört, Blizzard-Spiele zu streamen. Spieler veranstalteten digitale Protestaktionen und deinstallierten die Spiele erneut. Ach, das wird funny, ich bin aber nur geschockt, ich kann es auch nicht fassen. Digga, wieso hat man davon so wenig mitbekommen? Heilige Scheiße. Und auch vor dem Büro sammelten Danke, sich Mods. Mitarbeiter Vielen Dank. Und protestierten gegen die herrschende Arbeitsethik bei Blizzard. Working at Blizzard was my dream job. Invited to have casual sex with my supervisors. I was told they were just joking. And I should get over it. We don't need more corporate blah blah blah. Außerdem entstand die wunderbare Schlagzeile Activision Blizzard ermittelt Activision Blizzard und fand heraus, dass Activision Blizzard absolut nichts falsch gemacht hat. Most of what you've read in the news media is just a mischaracterization. Und um die Spieler wieder ruhig zu stellen, wurde ein Ingame-NPC, der nach einem Mitarbeiter benannt wurde, zu einer Frau gemacht. Der Name vom Cowboy McCree wurde geändert. Name's McCree. Okay, I guess they changed it again. Es gab das gewohnte Entschuldigungsstatement. Whoa, this is worthless. Welcoming and inclusive workplace. Und sexuell suggestiver Ingame-Content wurde zu Obst verwandelt. Jack, ich möchte, dass du mich so zeichnest wie die Mädchen in World of Warcraft. Hello Blizzard, I think you forgot something. Und ein paar Monate später verzeichnete Blizzard dann trotzdem wunderbare Zahlen. Keiner redete mehr über den Skandal und so feuerte Bobby Kotick erstmal aus dem Nichts ein paar Mitarbeiter, um die Ausgaben der Firma zu reduzieren, welche dafür als Entschädigung eine $200 Battle.net Giftcard in die Hand gedrückt bekam. Oh Gott, so krank, ich bin arbeitslos. Dafür habe ich jetzt eine Schildkröte. Ein Jahr später gab es dann noch eine Anklage gegen Blizzard, die zeigte, dass sich offensichtlich kaum was geändert hat. Man würde aber jetzt ein Mitarbeiter-Ranglistensystem führen, was wohl so viel heißt wie: Oh, du hast seit 3 Tagen keine Frau belästigt. Du kriegst ein gut gemacht Sternchen und vergiss nicht, bei 5 Stück kriegst du ein Sandwich umsonst. 100 Honor Points have been deposited into your account. Und dann wurde angekündigt, dass man nach der ganzen Kritik der Spieler jetzt endlich für mehr Diversität in den Spielen sorgen möchte. Und das mithilfe eines Diversity-Tools, welches verschiedene Charaktere aus Blizzard-Spielen anhand bestimmter Eigenschaften katalogisiert und somit als unterschiedlich divers einstufen kann. And this is Lucio. He is a DJ living in Brazil, so he is a little bit out from the norm. Anna als Beispiel kriegt Punkte dafür, auf einem Auge blind zu sein, aus Ägypten zu kommen und anscheinend einfach, weil sie eine Frau ist. Und als... Das kann nicht sein, oder? Das kann nicht sein. Das Schlagzeilen gemacht hat, stellten sich einige Spieler ein paar Fragen. Finally, a ranking system that Goku can't win. Wie zum Teufel soll man bitte Bastion einordnen? Es ist ein gottverdammter Roboter. Ist das divers? I'm gay. Oder Winston? Es ist ein Affe mit... Was soll die Scheiße? Die Schwäche und somit wahrscheinlich sehr divers. Dieser Ork hier hat 2 Köpfe. Wow, das gibt 10 Diversitätspunkte. Well, boys, we did it. Racism is no more. Wie divers ist mein Level 20 Panda im Mario-Kostüm? Super Mario! Game!
Okay, hier wird es ein wenig schwerer. Den überspringen wir vielleicht einmal. Oh, ein Zitteraal. Der kriegt 10 Punkte für Kultur und 10 Punkte für Gender-Identität. How the fuck did this get through PR? Nun, neben den ganzen Memes und Joke. Was für eine Scheiße, haben wir auch nichts mitbekommen. Die daraus resultierten, kann man sich hier eine essentiell wichtige Frage stellen. Ist es nicht etwas problematisch, alle Charaktere nach Hautfarbe, Rasse, Sexualität und Herkunft jeweils schlechter und besser einzuordnen und sie miteinander zu vergleichen und zu bestimmen, wer von ihnen der bessere Mensch ist? Fuck casual racism, we're going ranked. I don't care what you think. Make it... Ein Ranked-System für Rassismus haben sie aus Versehen reingebracht. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das ist ja so dumm. Krass. Das ist so dumm. Oh Gott. Oh Gott. Game and shut the fuck up. Und dann kam 2022 und nach... Das ist Rassismus, um Rassismus zu bekämpfen. Ja, das ist heftig, Mann. Zahlreichen Jahren kam endlich wieder ein neues Spiel unter Blizzard Entertainment raus. Ein Titel, welcher vor 4 Jahren bereits angekündigt wurde. Machen wir einen kurzen Timeskip zu 2018. Die diesjährige BlizzCon wird eröffnet und zahlreiche Gamer versammeln sich vor der Bühne, um die Ankündigung des neuen Blizzard-Titels zu hören. An epic year, dude. Yeah, so many people just wait. Das Video ist so geil und das geht noch so lange, das ist so toll. Waiting outside. This is it, they were waiting all year for this moment. Yeah. Die Ankündigung so exklusiv, dass man 40 Euro zahlen muss, um den kompletten Livestream online schauen zu können. Is Reaper Mexican? Und dann war es soweit. Die Vorhänge fallen für den neuen großen Blizzard-Titel. BlizzCon! We love Diablo! Oh mein Gott, der Chat rastet aus. Es ist endlich Diablo 4. I was here, Pog. What's wrong with his hair? Doch plötzlich fallen die Worte. Mobile! Habe ich mir auch gerade gefragt. Also man kann ja so eine Haartransplantation machen, dann hast du wieder eine normale Hairline, aber man sieht dann, bei manchen Leuten sieht man das. Bei manchen Leuten sieht man das. War auch mein erster Gedanke. Max in 3 Wochen. Ja, das gibt's dann auch. Devices keep us closer than ever to our friends and loved ones. Und auf einmal bestand der Chat nur noch aus langgezogenen und enttäuschenden No's. Nothing brings a family together like slaying demons. Mission failed. We'll come next time. Die Fragerunde startet. Ein paar sinnlose Fragen später und ein Mann mit einem roten Shirt bewegt sich zum Mikrofon. Der Chat wusste genau, was jetzt kommt. Plötzlich erscheint eine Bossleiste über seinem Haupt. Bossmusik fängt an zu spielen. Der Mann auf der Bühne, deutlich underlevelt. Hey, wondering, is this an out of season April Fool's joke? No, it's a fully fledged Diablo experience on mobile. Die Tradition führte sich fort. Die 3 Typen in roten Shirts waren komplett. Red shirt guy. Red shirt guy. The actual red shirt guy. Red shirt guy. Is there any plans to make this playable on PC? We don't have any plans at the moment to do PC. Do you guys not have phones? Yeah, you guys all have phones. Don't you guys have phones? Yeah, I got a butthole too! Doesn't mean I want you to have sex with it! Thank you. Die Leute. Das habe ich mitbekommen. Das war mein erstes Diablo, was ich gespielt habe. Das war mein allererstes Diablo, was ich gespielt habe. Und das ist das dreckigste und räudigste Pay-to-Win aller Zeiten hatte, nach FIFA. Und ich wollte das mal abchecken. Und es war scheiße. Es hat irgendwie 100.000 Euro gekostet, damit du den komplett besten Charakter hast. Aber du konntest nicht konstant dich hochkaufen und zocken, sondern du musstest immer wieder irgendwie 2 Wochen warten, bis das Level weiterging.
120.000 Dollar oder sowas. Offensichtlich empört über diese Ankündigung, denn allen war klar, es wird ein halbherziges Free-to-Play, Pay-to-Win-Mobile-Game, um den chinesischen Trend der Live-Service-Handyspiele nachzurennen und einfach nur ein bisschen Geld abzugreifen. Doch der Shitstorm hat sich schnell beruhigt, denn es kam kurze Zeit danach Fallout 76 raus. Und das war nochmal ein anderes Kaliber. Well, I got so mad, I shaved everything off my face. Zurück zu 2022 und das Spiel kam raus, mitsamt zwei absolut gut ankommenden Spieltrailern. Hey Blizzard, delete this. Hey Blizzard, delete this. Hey Blizzard, delete this. Hey Blizzard, delete this. Hey Blizzard. Привет, Blizzard, удалите это градусов гра... And this is my reaction on Diablo Immortal. Сука, бля! Und neben der eh schon herrschenden Unzufriedenheit mit Blizzard wurde all dieser Frust ausgelassen mit einem riesigen Review-Bombing auf Metacritic. How the mighty have fallen. Blizzard used to make some of the greatest games of all time and now it targets children for microtransaction gambling. Fuck you. Das schlechteste Spiel aller Zeiten mit einer Wertung von starken 0.3. I work in mobile esports. People are wrong, lol. Mobile esports. Wie sauer macht es euch, dass das mein allererstes Diablo war, was ich gespielt habe? Es gibt 21 verschiedene Währungen in diesem Spiel, für die man fast alle Geld ausgeben kann. Um deinen Charakter komplett zu upgraden, müsstest du 110.000 Dollar ausgeben. Ja. Ich hatte damals irgendwie 118.000 Dollar ausgerechnet, als es frisch rauskam. Oder du musst einfach nur 10 komplette Jahre am Stück Diablo Immortal spielen. Hey, Schwimmer! Du bist fällig! Ich geh grinden, überlevel mich bis Ultimo, hol mir ein fettes Feuerschwert und dann bist du fällig! Das ist dein Loot, wenn du Diablo Immortal Free-to-Play spielst. Das ist dein Loot, wenn du Geld in Diablo Immortal ausgibst. Wow! 2 Legendaries, 3, what the f- 4? So what? It's $10 to make a- Das erinnere ich, das habe ich alles, die ganze Scheiße habe ich gekauft. Clan? What? Hey Leute, willkommen zu meinem Willkommen zu meinem Diablo Immortal. Diablo Immortal. Diablo Immortal. Diablo Immortal. Digga, es gab echt 15 verschiedene Ingame-Währungen und ich musste das die ganze Zeit umwandeln. Alleine, dass ich vor dem Spiel aufgeladen habe, musste ich 1000 Mal hin und her handeln. Bis man völlig die Übersicht verloren hat, wie viel Geld man eigentlich ausgegeben hat. Wow, das Spiel ist wirklich immersiv. Es fühlt sich nämlich an, als wäre ich wirklich in der Hölle. 800% extra value. I'd be losing money if I didn't buy this. Dass man die besten Embleme im Spiel bekommt, hat eine Chance von 0,045%. Es gibt ganze Seiten, auf denen man simulieren kann, wie viel Geld man verlieren würde, bis man so ein Emblem ergambelt kriegt. Delete your accounts. Fuck this trash. Fuck this dog shit game. Man könnte jetzt auch meinen, das Spiel sei total gefloppt. Alle haben es gehasst, die Entwickler wurden noch vor Release live ausgebuht und sogar die Aktie hatte keinen Bock auf das Spiel. Insgesamt wäre es also ein totaler Verlust für Blizzard. Doch Diablo Immortal hat bereits nach 2 Monaten 100 Millionen Dollar gemacht. Und im ersten Jahr 525 Millionen und ist somit nach Pokémon Go. What the fuck? Sag ich, geht einmal, weil Diablo sich so eine große Fanbase aufgebaut hat über die Jahre. Und dann kam es Mobile raus. Und jetzt, wo das so gefloppt ist, bringen die noch irgendwie Diablo 6 oder so Mobile raus, keine Ahnung. Wird das gar nichts. Ist mein Call. Das am besten verkaufte Mobile-Game auf dem... Das ist jetzt auch einmal gemacht und ich würde es niemals wieder machen. Weil es so das erste Diablo war... Mobile und so viele Bock da drauf hatten, glaube ich nicht nochmal. Markt. Okay, wie kann das sein? Diablo Immortal is 10 times worse than Genshin Impact. Jeder Entwickler, der Mikrotransaktionen anbietet, unterteilt alle Spieler in verschiedene Seetiere. Ja, wirklich. Die große Anzahl der Spieler sind Fische. Diese geben nichts oder maximal 5 Euro aus. Hey. Scheiße. Ich mache seit über einem Jahr eine Free-to-Play plus Pass-Challenge. Ich bin ein Fisch, aber ich habe auch meinen Pay-to-Win-Account. Ich bin auch ein Wal. Ich bin beides. Ich kann Ihr Geld nicht annehmen, Mr. Krabs. Das Gaming ist doch meine Leidenschaft. Dann gibt es Delfine, die sich ab und zu mal was im Spiel gönnen oder vielleicht um die 50 Euro im Monat ausgeben. Und dann gibt es mit ca. 1-2% der Spieler die Haupteinnahmequelle der Entwickler, die Wale. Die Wale warten so sehr auf ein Clash of Clans Update. Ein männlicher Buckelwal.
ein Sänger. Hä? Hast du etwa noch nicht einen Tag nach Release alle Skins in diesem Spiel freigeschaltet? Nein, ich bin gar nicht viel stärker als ein normaler Free-to-Play-Spieler. Das hier ist ein Wal, der mit seinem Pay-to-Win-Charakter alle Leute im PvP killt. Humpback whales. I love PvP. Man, I've done things in life that make me feel really stupid, but after seeing this I'm perfectly fine. Doch hier ist es auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass die meisten Wale nicht einfach nur komplett dumm sind, sondern teilweise auch extrem spielsüchtig. Deswegen machen wir auch kein Diablo Immortal und FIFA mehr. Und Counter-Strike-Kiste habe ich noch nie aufgemacht. Blizzard nutzt das Ganze natürlich schamlos aus. Und es gibt ellenlange Videos über die psychologischen Vorgänge, um die großen Wale zu fangen. The goblin going with his clocks tick-tock. I'll take it away from you, I'll take it away from you. Brilliant way to get more. Ein Wal hat sogar so viel Geld ausgegeben, dass er zu stark war, um überhaupt in das PvP-Matchmaking zu kommen und somit nicht mehr gegen andere Menschen antreten konnte. How many hours I've tried to queue for a battleground? I would say it's probably around 48 to 72 hours. Alleine auf dem einsamen Thron als Gewinner in einem Pay-to-Win-Game. Deutsche behaupten, sie hassen Diablo Immortal, geben mehr Geld dafür aus als Briten, Franzosen und Spanier zusammen. Okay Leute, wer von euch war da? Doch allen war klar, der kommende Release von Overwatch 2 sollte das alte nostalgische Blizzard wieder zum Leben erwecken. Gentlemen, nun ist die Hoffnung wieder! Er meint dich, ich hab, wie viel habe ich ausgegeben? 6000? Wie 6000? Ich hab das Spiel vielleicht 6 Stunden gespielt. Ich dachte, das wird ein Riesending. Ich dachte, das wird halt das Mobile Game der nächsten 7 Jahre. Hilfe. Alles fing an mit der großen Gänsehaut-Trailer-Ankündigung auf der BlizzCon 2019. Und oh mein Gott, Jeff Kaplan ist dabei. But I really need to see what Overwatch has to offer, don't you? Overwatch 2. It begins. Los Tracer sagt deinen Satz. Die Kavallerie ist da! Aus London? Yes! Did you like it? Did you enjoy? Ja, Jeff. Ich war so hyped, als ich das Stream gesehen habe. We fucking like it. Story-Mission, und zwar hunderte. A ton of PvE-Content. We will have a complete story experience. Overwatch 2 wird die PvE-Kampagne, auf die Spieler schon seit Jahren gewartet haben. Ein ganzer Map-Trailer, neue epische, coole Charaktere. We're gonna have so much fun. It is gonna be so awesome. Release Date Reveal Trailer. Oh, okay. Jeffs Corner Pizza Laden. Man kann die Fähigkeiten seiner Charaktere anpassen. 4 Jahre Entwicklungszeit für diesen Titel. We define what a sequel means. Und dann erschien das lang ersehnte Overwatch 2. Und zahlreiche Spieler lockten sich in das Spiel ein, beziehungsweise versuchten sie es. In den nächsten Tagen nach dem Release waren die Serverüberlastungen so groß, dass sich Leute gar nicht mehr einloggen konnten oder für Ewigkeiten in der Warteschlange feststeckten. Are you fucking kidding me? 50.000 now! You could watch the full Lord of the Rings trilogy from start to finish. Your motherfucking server is down. Get that shit back up. We trying to play. Please fix this bug. I was kicked out of Queue Simulator and got to a weird menu. Hattest du auch gerade ein Déjà-vu? Air 37! One time is funny, two times is fucking annoying, no? Solltest du es irgendwie durch die stundenlange Warteschlange schaffen, hast du in den meisten Fällen aber trotzdem eine Fehlermeldung bekommen. Hold up. Oh, what? Für einen Reddit-User war die Warteschlange so lange, dass er in der Zwischenzeit rausgegangen ist und einen neuen Freund in einer Bar gefunden hat. Es ist ein Reddit-User. Thanks Overwatch 2 for giving me the opportunity to meet Kevin. Und als die Warteschlangen wieder kürzer wurden, lockten sich die Spieler ein in den einer Art Hölle gleichenden Release von Spiel. Monsieur,
Does this mean Overwatch is back? No. Warum bin ich in der Wann? Warum falle ich durch die Map? Ich werde im Spawn eingesperrt. I can't get out! What the fuck? Error LC208. Was ist falsch mit meinen Charakteren? Wow, nice cop, Genji. Bastion kann seine Ultimate unendlich oft einsetzen. What the fuck? What the fuck? What is it? I hate this game! Man kann mit einer Fähigkeit den ganzen Server crashen. Brigitte hat einen unzerstörbaren Schild. What? Wait, what? Unendlich viele Laserbullets. Animal Bullets! Animal Bullets! Hasta la vista, baby! Unsichtbar. Ich hatte nur mitbekommen, dass das Game wahnsinnig doll von der Community gewünscht war und gehypt war und alles. Hanky, das glaube ich. Martha hat es auch gespielt. Warum war das so kacke? Gegner. What a great fucking game. Warum brauche ich ein registriertes Handy, um Overwatch 2 spielen zu können? Overwatch 2 requires mandatory cock inspection. Warum habe ich minus Overwatch Coins? You owe Blizzard money. Mein ganzer Bildschirm ist zensiert oder mein Charakter hat einfach nur keine Brille auf. Es gibt einen Bug, bei dem alle Overwatch-Charaktere eine Glatze haben. Und glatzköpfige Spieler scheinen diesen Bug zu lieben. Was ein Scheiß. Overwatch 2 nimmt aus Sicherheitsgründen den kompletten Voice-Chat der Spieler mit auf. Also die Szene war schon gut random, ja? Hast du den Bug auch? Ja, ich hab den Bug auch, witzig. Sehe den Bug gerade bei Max. 35 GB anhören, dann hab ich endlich Feierabend. Warum brauche ich 100 Matches, um die neuen Charaktere freizuschalten? Ah, warte, ich muss mir einfach nur den Battle Pass kaufen. Ein Battle Pass, mit dem man sich keinen einzigen Coin zurückverdienen kann. Scam. A scam. S-C-A-M. Wie bitte? Ihr findet das unfair? Sorry, ich kann euch nicht hören. Ich habe Geld im Ohr. That's why I give my kids Overwatch 2. Oh. Warum muss ich 8 Monate lang Weekly Challenges machen, um einen einzigen Skin zu kaufen? Warum sind alle neuen legendären Skins eigentlich nur normale Skins mit ein paar ausgetauschten Farben? Our expectations for you were low, but holy fuck. Warum muss ich $12,000 ausgeben, um die alten Cosmetics freizuschalten? Und wenn ich alle Cosmetics freischalten möchte, brauche ich glatte 327 Jahre. Dann bin ich aber leider schon tot. I'm not going to live 327 years. Does anyone have any ideas on how to extend their lifespan? Hier meine Login da. Bitte spiel für mich weiter, Sohnemann. Warum kauft ein random Bug im Spiel automatisch Skins aus dem Shop für mich? Warum ist das derselbe Preis wie gestern, nur mit einem plötzlichen Rabatt daneben? Das ist in den meisten Ländern nicht einmal legal. Das neue Geldsystem ist so unfassbar undankbar, dass sich Leute tatsächlich die Lootboxen wieder zurückwünschen. You can buy this weapon charm in the form of a keychain for $5, while it costs $7 in-game. Nun, versteht mich nicht falsch, es kamen natürlich auch ein paar gute Sachen dazu und das Spiel kann auch Spaß machen, aber für 4 Jahre Entwicklungszeit haben die Leute vielleicht ein wenig mehr erwartet. Mein neues Restaurant trägt den Namen Krosse Krabbe 2. Was hat sie dazu inspiriert, eine zweite zu bauen? Monet! Aber hey, kein Problem. Es gibt ja... sehr, sehr passende Szene. ...noch die Kampagne. Groß angepriesen. Zahlreiche Missionen, die man mit seinen Freunden meistern muss. Hundreds of hero missions. Die Overwatch-Charaktere, die man skillen kann und die ganzen coolen Sachen, die man halt soeben in den Trailern gesehen hat. Also... wie sieht's damit aus? We can't deliver on that original vision for PvE that was shown in 2019. What that means is that we won't be delivering that dedicated hero mode with talent trees, that long-term power progression. Those things just aren't in our plans anymore. And we know that this is going to be disappointing to many of you, which is why we wanted to bring it up before we talked about the roadmap. Ja, ihr hört richtig. Die Overwatch 2 Kampagne wurde gecancelt. I'm done with Overwatch, guys. I can't play this game anymore. Welcome to the everyday experience of being an Overwatch 2 fan. See that the user score is starting to suffer further. Somebody needs to be held accountable. You promise something, so you deliver it. That's all you have to do.
Overwatch 2 is dead. Where is all the time spent then? Look. Nun, wenn es die Kampagne nicht mehr gibt, was hat Blizzard in 4 Jahren Entwicklung dann bitteschön gemacht? Copy, paste. Aber hey, wir müssen ein wenig nachsichtig mit Blizzard sein. Immerhin ist das ein kleines Indie-Studio mit gerade mal... Ey, ich bin so happy einfach. Ich bin so happy, dass ich das alles nie gezockt habe. Aber stell dir mal vor, du bist irgendwie World of Warcraft oder so oder Overwatch-Fan. Was für eine Scheiße. Gleiches Studio. Ja, aber ich kann das so ein bisschen fühlen. Mit 20 Mitarbeitern und wenig finanzieller Unterstützung. Don't you guys have... Das ist 10 Jahre her, dass die geil waren, ja. Computers to make new stuff for Overwatch? Also, es gibt nach 4 Jahren jetzt eine... Ey, die Hoffnung wird aber nie aufgegeben. Ich werde nie aufgeben, ne? Ich werde jedes Call of Duty testen. Auch wenn ich noch irgendwann, keine Ahnung, 68 Jahre alt bin und es kommt das Call of Duty 75 raus oder so. Ich werde es trotzdem testen. Also, man gibt nicht auf. Man hat immer noch Hoffnung. So ist es. Einen unerwünschten Battle Pass, 3 neue Charaktere, ein paar generelle Spieländerungen, ein paar neue Skins und neue Maps, wobei die meisten neuen Maps einfach nur alte Maps mit anderen Tageszeiten sind. Overwatch 2 takes place 6 hours after Overwatch 1. Und es ist jetzt umsonst. Natürlich, damit Leute Geld dafür ausgeben. Well, there's no game here. What happened? Did the programmers pass out? Ah, und sie haben Divas Arsch größer gemacht. Ich nehme alles zurück. Metakritik 10 von 10. Der ganze Hype, die ganzen Vorbestellerpakete, all das, um dann einfach anzukündigen, dass man den PvE-Modus wieder streichen würde. Und jetzt eigentlich nur dasselbe Spiel wieder vorübrig bleibt. We're creating something like Overwatch, but with more battle pass shit. Später wurde Overwatch 2 auch als erstes Blizzard-Spiel auf Steam veröffentlicht. Und eigentlich ist sowas ein historischer Tag für die Spielindustrie. Doch jahrelange Frustration, jahrelange falsche Versprechen von Blizzard und die letztendliche Veröffentlichung eines Spiels, was eigentlich nur ein Update ist, resultierte in dem wohl größten Review-Bombing, welches ein Spiel jemals auf Steam erleben durfte. Welcome to Steam Blizzard. Here are all the honest reviews. Overwatch 2 wurde innerhalb der ersten Tage zum schlecht bewertetsten Spiel auf ganz Steam. Und oh mein Gott, waren die Leute sauer. The people who make Overwatch porn work harder than the people who make Overwatch OPBE. Please add sex. I hope Bobby Kotick dies an excruciating Jesus Christ. Pros, you can play as a monkey. Monkey life is good life. Oh my god, it's a link to Team Fortress 2. Off to visit your mother. Ah! No. Review of the century! I don't know which Blizzard treats worse as players or its female employees. Yo! Overwatch may be free to play now, but it's also free to uninstall. Porn. Yo, what? I have seen more porn than actual gameplay. I'm doing my part. Sex with Doomfist would be so cool. Hello, Winston! Urkel! Downloaded the game. Write a bad review, uninstall the game. Mit einem All-Time-Low-Player-Count und einem Steam-Review-Bereich, der einem Schlachtfeld glich, antwortete Blizzard mit der einzig vernünftigen Lösung. Die Charaktere Farrah und Baptiste sind jetzt gay und stolze Member von LGBTQ und Mercy kriegt einen freizügigen Skin. Do you think Blizzard has these skins lying around just in case they get into a new controversy? Is that how you're gonna respond? By making Winston... Team Fortress-Spieler haben das Review-Bombing auf Steam gesehen und sich neben einer rasant ansteigenden Spielerzahl auf ihr jahrealtes, updateloses, immer noch extrem beliebtes Spiel sehr schadenfreudig über Overwatch-Spieler lustig gemacht. Suddenly 6 years without an update doesn't seem like the worst thing. Ah ja, und neben einem John Cena-Trailer zur Wiedergutmachung, ich kann ihn nicht sehen, gab es natürlich dann das generische Es tut uns so... leid. Wir können die Zeit leider nicht zurückdrehen. Statement. Wow, that's a lot of words. Too bad I'm not reading them. Und dann kündigte man an, dass man über die nächsten Monate Stück für Stück Content hinzufügen möchte. Juhu.
Danke, Blizzard, dass wir eure Beta spielen dürfen. With the singular goal of ensuring we let you down. Und so landen wir beim aktuellsten Titel von Blizzard, Diablo 4. Nun, ey, es ist so gut geschnitten, ne? So unterhaltsam, aber auch so traurig, aber auch lustig. Ich bin zum Glück, ich bin nicht in Overwatch oder World of Warcraft drin. Ich kann drüber lachen, aber die meisten finden es wahrscheinlich einfach nur fucking traurig. Das Spiel hat die Leute gehypt, als es angekündigt wurde. Dennoch war die Glaubwürdigkeit von Blizzard ein wenig weg. He did the same joke about 3 times already. I don't think it's funny anymore. Diesmal gab es für den Hype eine Werbung von Megan Fox mit Ausschnitt um die ganzen Hey, warte mal, das habe ich gesehen. Das ist, da war ich. Die habe ich gesehen. Da stand ich direkt in New York. Die kam da. Weil Romatra war auch in New York und der wollte unbedingt Diablo 4 spielen, aber der konnte nicht, weil er in New York war. Genau die Ecke. Das war da an der Treppe. Genau die Werbung habe ich gesehen. Wie witzig. Werbung von Megan Fox mit Ausschnitt, um die ganzen Gamer abzuholen. If there's one thing I love, it's Vanille, Schoko, Vanille. Die Paula ist eine Kuh. Eine vielversprechende Ankündigung auf der BlizzCon. What? Wow. Diablo 4! Und dann kam das Spiel raus. Die rote Treppe. Und es ist definitiv kein schlechtes Spiel. Es ist einfach nur sehr trocken und seelenlos. Watch out behind you. Ah, it's me. Es hat hier und da seinen gewissen Charme, doch merken alle Spieler, dass es bei dem Titel nicht mehr um das schöne Diablo-Feeling von damals geht. Und das macht sich auch bemerkbar. Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass, Battle Pass. Das Late Game soll einfach nur beschissen gewesen sein. Stimmt das? Hat jemand Ahnung? It's like the Battle Pass. Battle Pass. Battle Pass. Shop. The shop. Shop. The shop. The shop. The shop. And the shop. The shop. Buy the Battle Pass. Shop is trying to show you things that you want to buy. Battle Pass. Battle Pass. Battle Pass. Oh, a Battle Pass. Nice, nice. Because no game can go without making a Battle Pass now. Es kam Wochen nach dem Release. Was haben die Leute so gegen Battle Pass? Ist das nicht immer... Also wenn du ein Game viel zockst und du holst dir was, aber musst dann ganz viel zocken, um die Belohnung freizuspielen. Also ich fand bisher jedem Game, was ich aktiv gezockt habe, ein Battle Pass geil, oder nicht? Oder nicht? 60 Euro Battle Pass ist nicht cool. Nee, das ist nicht, also das nicht. Ach so, okay, man zahlt ja schon für das Game. Ah, okay, man zahlt für, ja, okay. Bei Free-to-Play-Games ist, also ich fand es in Fortnite gut, Clash Royale, Clash of Clans fand ich es gut, Warzone fand ich Battle Pass gut. Also wenn du viel zockst, ne? Zockst einen Monat viel, holst für 7 Euro und kriegst dann, also bei den ganzen Games, die ich gesagt habe, ziemlich stabilen, guten Content raus. Aber wenn du dir für 70 Euro ein Spiel holst und dann jeden Monat noch zahlen musst, dann ist das schon assi. Ja, das stimmt, das habe ich vergessen. Hier ist ein Patch, welcher als der schlechteste Gaming-Patch aller Zeiten betitelt wird. Number 1, everything is worse. Number 2, everything is harder. Number 3, everything you were doing, now you have to work harder to do it again. Number 4, fixed multiple issues where players were having fun. Fixed multiple issues where players were excited. Reduced player base by 70%. What the hell has happened to Blizzard? Und der Glitch, wo das Pferd die ganze Zeit vor sich hin leckt, wurde immer noch nicht behoben. Bitte Blizzard, tut etwas. Nachdem Leute sich das Spiel geholt hatten, Blizzard mit neuen Rekordzahlen ordentlich abcashen konnte. We just launched Diablo 4, which is the most successful launch we've had of a Blizzard title ever. Hörten die meisten relativ schnell wieder. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so weitergeht. Diablo Immortal war krass, war ein erstes Mobile Game Diablo überhaupt und jetzt ist Diablo, weil es wieder ein PC Game war und auch das wurde ja ziemlich verkackt. Ich kann mir, also wenn jetzt noch ein Diablo rauskommt, wird das nicht so krass wie die, die danach kommen. Hundertprozentig nicht. Das kannst du kurzfristig ziehen, dir da gut Geld raus, aber das kann ich niemals. Niemals geht das noch lange Zeit gut. Auf zu spielen und Diablo 4 ist heute so gut wie tot. Und das in Rekordzeit. Business is good. Und so sind wir in der Gegenwart angekommen. Doch nein, die Story hört hier noch nicht ganz auf. Denn nicht nur die Spieler sind ganz schön angepisst von Blizzard, sondern auch Tencent. Im Januar 23 wurden die Server in China für alle Blizzard-Spiele geschlossen. The end of an era, everybody. If you're a WoW player over in China, you just got fucked, man. Ouch. That's not a joke. Da man sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte und Blizzard zu viel Geld verlangen würde. Bobby Kotick is kind of a piece of shit, so. Für die jahrelangen WoW-Spieler aus China war das natürlich eine schreckliche Nachricht. Spieler gingen teilweise in Tränen auf und schlossen mit einer riesigen Abschlusszeremonie mit dem Spiel ab. Like imagine losing your account that you spent 10 years on. That's horrible. Ich hatte gerade mein Video gehört gehangen.
Und so sind auch die Steam-Reviews von Overwatch 2 primär in Chinesisch geschrieben. Weil Gamer in Asien auf irgendeine Weise ihren Frust rauslassen wollen. Barbie Kotick, deine Mutter ist tot. All das ganze Bücken für China, das Verbiegen und Rufruinieren für das große Geld, sorgte trotz allem am Ende dafür, dass Blizzard heute ganz alleine dasteht. Ohne Fans und ohne chinesische Investoren. Die chinesische Firma NetEase ist sogar so sauer auf Blizzard, dass nicht nur das komplette Gebäude aufgegeben wurde, sondern man auch aus Wut einen 30.000 Zuschauer Livestream präsentierte, in dem NetEase Mitarbeiter die riesige Ork-Statue vor dem Gebäude mit Äxten niederschmetterten. Now I understand. Oh my. Wie heißt der links? Der kam ja tausendfach hier in den Clips vor. Wie heißt der? Ja, doch, wusste ich. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Das geliebte Blizzard Entertainment war mal mit Abstand der großartigste Spieleentwickler aller Zeiten und ist heute nur noch ein sinkendes Schiff. Es geht schon lange nicht mehr darum, gute Spiele zu entwickeln. Und das merken auch die Entwickler selber, die schon seit Jahren Teil der Firma sind und springen Stück für Stück vom Schlachtschiff Blizzard runter. Bad news today. Blizzard is having a big problem as of recently with losing employees. Es gibt in der antiken Philosophie ein berühmtes Paradoxon. Das Schiff von Theseus berührt die Frage, ob ein Gegenstand seine Identität verliert, wenn viele oder gar alle seine Einzelteile nacheinander ausgetauscht wurden. Nun, Overwatch Director Jeff Kaplan verlässt Blizzard. I'm gonna translocate the fuck out of this company. J. Allen Brack verlässt Blizzard. AKA, you're fired! Der Diablo 4 Director verlässt Blizzard. Fast alle großen Namen und Lead-Entwickler, die schon seit Jahren das Herz der Firma repräsentieren, verließen Blizzard. The ship is falling apart. Zwei der College-Typen, die die Firma gegründet haben und jahrelang mit aufbauten, sind nicht mehr Teil der Firma und entschieden sich dazu, ein kleines Studio woanders zu gründen, mit einigen bekannten Ex-Blizzard-Mitarbeitern, um Spiele nach ihrem Willen zu entwickeln. Im Oktober 23 hat Microsoft Blizzard nach jahrelangen Verhandlungen für unfassbar viel Geld übernommen. The Microsoft-Blizzard-Saga has come to a close. So, this is home now. Family. Bobby Kotick verlässt mit dem Anfang des nächsten Jahres deutlich reicher endlich die Firma, nachdem er jahrzehntelang einer der leidenschaftlichsten Videospielentwickler komplett im Alleingang in den Ruin gestürzt hat. Der Ruf der Firma ist ruiniert. Die Spielerzahlen sind rapide am Sinken, während Konkurrenzspiele das erste Mal in der Geschichte die großen Blizzard-Titel überholen. Me and the boys in World of Warcraft. Me and the boys in Final Fantasy. Die YouTuber, die Blizzard-Spiele als Content hatten, hörten auf oder suchten sich andere Spiele für ihren Content. Die Overwatch League wurde wegen mangelnder Interesse gecancelt. To share this experience with all of you, thank you so much. Kommentarsektionen unter Blizzard-Videos sind unglaublich toxisch geworden. Can't wait for the new microtransaction announcement. Thanks, Blizzard. Blizzard für Real Talk traurig? Ja, ist krass, oder? Sucht jetzt noch mit steigender Monetarisierung die Spieler so gut zu melken, wie es nur geht, um noch den maximalen Profit rauszuschlagen. Blizzard doing something greedy? Yeah, it's just another Tuesday. Doch das Einzige, was Blizzard jetzt noch gut verkaufen kann, ist Nostalgie an eine schönere Zeit. Und ehrlich gesagt, ist das ein Muster, welches... Stimmt. Das ist gut zusammengefasst. Mit den ganzen Remastered oder sonst was, ist alles scheiße, was da kommt. Oder richtig viel Mist dabei. Und Leute kaufen es immer wieder. Ist es so. Ich heutzutage durch die verschiedensten Spiele und Videospielentwickler zieht. I read on the internet that our games have had a few bugs. Und was durch den Microsoft-Deal die nächsten Jahre mit der Firma passieren wird, steht wohl in den Sternen. Doch eine Sache ist klar. Activision Blizzard, wie wir es jahrelang geliebt zu lernen haben, wird es in dieser Form niemals wieder geben. Let Blizzard go.
That's my main message, is let Blizzard go. We just wanted to make great games. It was really as simple as that. Our goal to be a company that does the most incredible gaming experiences, that develops those and creates those. Everyone here truly loves these products. It's a big deal. And make sure that we stay Blizzard. As long as we remember where our foundation is and what's made us successful, then, you know, definitely the future of Blizzard can be very bright. Ah ja, und Verzeihung, dass das Video so lange gedauert hat. Die nächsten Videos kommen wieder regelmäßiger. Extrem krasses Video. 2 Monate daran geschnitten. 1,5 Stunden ging's. Unglaublich geil zusammengefasst. Super unterhaltsam. Super viele lustige Sachen dabei. Auch traurig. Geil, also unfassbar. Das ist, finde ich, sein bestes Video bisher überhaupt. Heilige Scheiße.